Kriegen wir das noch gebacken, das aufzuhalten und den Klimawandel zu stoppen? Ich denke, wir haben noch eine gute Chance. Die Chance ruht eigentlich auf zwei Säulen. Zunächst einmal brauchen wir so etwas, und das ist auch schon im Gange, wie einen Aufstand der Handelnden, der sich Verweigernden. Ich glaube, dass die Fridays for Future und Extinction Rebellion gute Beispiele für solche Aufstände sind. Unter Aufstand verstehe ich nicht eine Revolution, sondern etwas sehr Friedliches, etwas sehr Fröhliches. Also wenn Menschen sich aus diesem Getriebe der Wachstumsdynamik einfach ausklinken und der Gesellschaft nicht einfach den Spiegel vorhalten, sondern durch vorgelebte Beispiele Gegenkulturen aufbauen, dann können diese Gegenkulturen Orientierung stiften. Sie können den Rest der Gesellschaft delegitimieren auf der einen Seite, aber zugleich auch ein Angebot unterbreiten, nämlich im Hinblick darauf, wie man leben müsste, um das 1,5 oder mindestens 2 Grad Klimaschutzziel noch einzuhalten. Die zweite Säule sind die herannahenden Krisen. Die Instabilität des Euroraums, die Möglichkeit, dass die Frackingblase in den Vereinigten Staaten jederzeit platzt, Migrationsbewegungen auch, aber auch andere Ressourcenverknappungen, etwa auch dann der Schwund an Biodiversität, also die Insekten, die Singvögel, die plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Dies alles wird die Landwirtschaft und damit die gesamte Wirtschaft, wird damit die Versorgungslage betreffen. Auch die zunehmende Hitze der Sommer, also etwa der Trinkwassernotstand, der jetzt schon im späten Mai in einigen Kommunen Nordrhein-Westfalens zu konstatieren war. Das alles führt uns an einen Punkt, wo wir irgendwann gar nicht mehr die Wahl haben zwischen weitermachen wie bisher oder tatsächlich so etwas wie eine Reduktions- und Postwachstumsstrategie einzugehen. Wir werden dann froh sein, wenn wir Blueprints haben, wenn wir also Vorbilder in den Nischen haben, die dann dazu verhelfen, mit der Krise umzugehen, indem wir einfach das kopieren, was dort schon ausprobiert wurde und sich bewähren konnte. Reicht es da aus, sozusagen nur auf gute Vorbilder zu setzen? Ich würde mal umgekehrt die Frage stellen, was wäre denn der alternative Weg, auf die Politik zu warten? Die Politik tut in einer parlamentarischen Demokratie das, was durch das von der Mehrheit praktizierte Leben erfordert und abgebildet wird. Das heißt, solange die Menschen in Deutschland so leben, wie sie jetzt leben, lassen sie der Politik ja fast keine andere Wahl, als mitzumachen in diesem Reigen der globalen Zerstörung. Wobei die Abholzung des Regenwaldes schlimm ist, aber wenn ich mir anschaue, wie in Deutschland mit Flächen umgegangen wird, würde ich erstmal vor der eigenen Haustür auch sehen, dass wir diesen unglaublichen Bauwahn, der also quasi die Natur dezimiert, dass dieser Bauwahn endlich mal auf den kritischen Prüfstand eben auch kommt. Also wir würden der Politik dadurch Flügel verleihen, dass wir ihr vorauseilen, indem wir also jetzt schon die Lebensstile, die Versorgungssysteme und die sozialen Praktiken vorwegnehmen, die dann gebraucht werden oder als einzige Lösung noch verbleiben, wenn wir uns vom Wachstumswahn verabschieden. Wir haben zwei Kommunikationsrichtungen, um Nachhaltigkeit Realität werden zu lassen. Einmal die Vertikale. Wir schauen also in Richtung Berlin, Brüssel oder was weiß ich, UNO und hoffen, dass dort die Weichenstellungen erfolgen, die nötig sind. Das funktioniert aus sehr vielen Gründen nicht. Und wir haben die horizontale Kommunikationsrichtung, indem wir individuelle Verantwortung übernehmen, nicht durch Selbstkasteiung oder durch einen Rückzug ins Privatleben, sondern auf der öffentlichen Bühne. Wir müssen also tatsächlich endlich so leben, wie wir es am Ende auch fordern, wenn wir also das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel einhalten wollen. Und wir müssen die vorgelebten Beispiele begreifen als radikalstes Kommunikationsinstrument, über das eine parlamentarische Demokratie verfügt, indem wir auch innerhalb der Wirtschaft, innerhalb unseres Privatlebens jene Praktiken, die man als ökosuizidal, als komplett verantwortungslos bezeichnen muss, delegitimieren, indem wir die Menschen zur Rede stellen, die für solche Handlungen also verantwortlich sind und indem wir nicht mitmachen und tatsächlich auch ein Gegenbeispiel liefern. Und das ist der einzige kommunikative Weg, der uns noch zur Verfügung steht. Läuft uns die Zeit nicht davon? Wir haben Zeitknappheit, aber Suffizienz, also Genügsamkeit oder auch ein postwachstumstaugliches Leben, dergestalt, dass ich eben nicht alles wahrnehme, was mir zur Verfügung steht und was ich bezahlen kann, das alles kann ich morgen beginnen. Schneller geht's nicht. Aber eine Windkraftanlage zu projektieren oder eine neue Technologie für Lithiumbatterien zu erfinden, die Gesetze dann zu haben, die Förderinstrumente, die Genehmigungspraktiken, die Markteinführung, das alles überhaupt erstmal zu bewältigen, das dauert Zeit. Ja? Das ist zu langfristig. Deswegen sage ich, dass der Weg der Reduktion der kurzfristigste, der schnellste, der spontanste ist. Wir müssen es nur wollen.
lag es auch daran, dass lange Zeit die Ökobewegung als Verbots, als Verzicht, Sie haben es gerade schon genannt, Bewegung war und nicht als, Sie schreiben es in dem Buch, Befreiung auch sein kann? Es ist überhaupt nicht so, dass die Ökobewegung zu lange auf Verzicht oder auf Reduktion gesetzt hätte, sondern es ist umgekehrt so, dass die Ökobewegung relativ schnell mit dem Entstehen und Großwerden der Grünen Partei auch auf sogenanntes grünes Wachstum gesetzt hat, also letzten Endes nur technische Lösungen propagiert hat. Das ist leider beim BUND, beim NABU, beim WWF, bei Greenpeace ist das durchgängig der Fall. Und damit ist jede Debatte verhindert worden, die nötig gewesen wäre, um einfach das gute Leben, buen vivir, um einfach Suffizienz, um einfach auch Postwachstums kompatible Lebensführung in irgendeiner Form zu etablieren. Und jetzt muss auch die Ökobewegung, auch die Naturschutzbewegung erkennen, dass wir einen Weg der Reduktion brauchen. Und das ist kein Weg des Verzichts, sondern ich würde sagen, das ist auch ein Weg der Befreiung von jenem Ballast, der sowieso unser Leben verstopft und den wir schon überhaupt nicht mehr glückstiftend oder zufriedenheitssteigernd abarbeiten können.